Yeah! Aha! Aufwärmprogramm mit dem Weltmeister. Rund 80 junge Menschen mit und ohne Behinderung versuchen, den gleichen Rhythmus zu finden. Was habt ihr gesagt? Sie kommen aus zwei verschiedenen Tanzschulen. Ungefähr die Hälfte von ihnen hat eine Behinderung. Die Choreografie, um die es gleich nach dem Aufwärmen gehen soll, üben sie schon seit einem Dreivierteljahr, aber noch nie zusammen. Heute haben sie ihre erste große gemeinsame Probe. Jetzt kommt es natürlich auf die Genauigkeit an, mit Formen in der Formation, wo stehen die, welche Bilder ergibt sich das, oder dass sie genau alle den gleichen Rhythmus haben, anstatt, man soll ja eigentlich nicht sehen, dass ein Mensch behindert ist dabei bei diesem Stück. Und das wird man natürlich dann nicht sehen. Also man sieht ein komplettes Bild. Der Osnabrücker mit britischen Wurzeln organisiert in Schulen und Behindertenwerkstätten Gesellschaftstanzkurse. Weil viele danach weitermachen wollen, gibt es in seinen Tanzschulen mittlerweile 6 inklusive Gruppen. Es macht, wie schon gesagt, ganz viel Spaß und auch mit anderen, die keine Behinderung haben, gut zurechtzukommen. Das macht es aus an dieser Gruppe. Das ist gar kein Thema. Also jeder hilft einander. Ob es auch jemand ist, der mit Behinderung, den gerade irgendwie ohne Behinderung weiterhilft, aber natürlich auch andersherum, da sind alle Grenzen offen. Seit mehr als 15 Jahren bringt Michael Hall mit seiner Stiftung Menschen mit und ohne Behinderung durchs Tanzen zusammen. Er ist das Gesicht der Stiftung. Schließlich hat er als mehrfacher deutscher Meister und Weltmeister im Paartanz Promi-Status. Hände runter, Kopf runter. Tatsächlich ist das soziale Engagement aber längst ein Familienprojekt. Vortänzerin heute ist Halls Nichte Jennifer. Zusammen mit anderen Trainerinnen hat sie eine Choreografie kreiert, bei der alle mithalten können. Menschen mit Behinderung haben ganz oft Angst, dass sie nicht so gut sind wie Menschen ohne Behinderung und haben immer Angst, dass sie eher untergestellt sind. Und da muss man natürlich manchmal ganz, ganz viel gut zureden und sagen, es muss nicht perfekt sein. Einen gewissen Ehrgeiz haben die Schüler des Tanzprofis trotzdem entwickelt. Sie messen sich in internationalen Wettkämpfen mit anderen Teams und haben sich dabei schon gegen Gruppen durchgesetzt, in denen niemand eine Behinderung hat. Und sie tanzen nicht nur irgendwas. In ihren Shows verarbeiten sie gesellschaftliche Probleme wie Umweltverschmutzung. Jeden Tag das gleiche Spiel. Kaufen. Öffnen, wegwerfen. Kaufen, öffnen, wegwerfen. Kaufen. Dazu bauen sie auch Gebärdensprache ein. Eine Botschaft steht aber immer im Vordergrund. Wenn man jeden mit einbindet, dann kann Inklusion super funktionieren. Beim Tanzen werden keine Grenzen gesetzt. Man ist einfach in einer Gemeinschaft. Man kann sich einfach ausleben und zeigen, was man drauf hat. Man wird halt nicht auf das Körperliche reduziert. Michael Hall hat für sein Engagement schon das Bundesverdienstkreuz bekommen und sagt mittlerweile, dass ihn diese Arbeit glücklicher macht als alle Titel seiner Profikarriere. Wenn man einfach dieses Feld aufmacht, was gibt es noch vieles, alles mehr. Und gerade auch für Menschen mit Behinderungen, sie mitzunehmen und sie zu begeistern, sie zu einer Leistung zu fördern und die sie auch dann selber wollen, ja, mitzukommen, das macht Spaß. Vielleicht haben sie bald wieder einen Grund zum Feiern. Wenn ihre Bewerbung erfolgreich ist, könnten sie alle zusammen nach Abu Dhabi fliegen und bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics auftreten.